kann einfach. Genau, das ist ein Schaden. Ja, wir sind schon soweit. Okay, dann mache ich jetzt. Okay. Ich bin leider Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre, als es dieses Schwabing, das die Franziska von Reventlow beschreibt, als es das noch wirklich gab. Erst so Mitte der 60er Jahre wurde Schwabing kommerzialisiert. Es gab tolle Jazzlokale und wunderbare Menschen. Und da habe ich mir auch zum ersten Mal die Reventlow kennengelernt und habe mir gewünscht, ach, lass es ein paar Jahrzehnte früher sein. Ich glaube, ich hätte sie sehr geliebt. Ja. Ich habe gesagt, das ist ein Vorwort, aber irgendwie ein kleines Schlusswort. So, ich mache den Anfang nochmal vom allerjüngsten Gericht. Ja? Okay, super. Franziska, Gräfin zu Reventlow. Das allerjüngste Gericht. Endlich sind wir in der Lage, unseren Lesern über den allgemein mit Spannung erwarteten Sensationsprozess gegen Herrn A.L., Redakteur der illustrierten Wochenschrift Simplicissimus, und die Gräfin R., Verfasserin der seinerzeit konfiszierten Humoreske Das jüngste Gericht, zu berichten. Die genannten Persönlichkeiten standen bekanntlich unter der erdrückenden Anklage. In idealer Konkurrenz miteinander, nämlich Herr L. als Herausgeber der Zeitschrift und die Gräfin R. als Verfasserin des inkriminierten Artikels »Ein erschwertes Verbrechen der Gotteslästerung«, im Zusammenfluss mit einem qualifizierten Vergehen wider die öffentliche Ordnung, im sachlichen Zusammenhang mit einem Vergehen des groben Unfugs verübt durch die Presse, begangen zu haben. Unser O-Korrespondent schreibt uns dazu. Gestern fand die Verhandlung gegen L. und Genossen vor dem Schwurgericht bei dem Königlichen Landgericht München 27 unter ungeheurem Andrang des Publikums statt. Die von der Redaktion des Simplicissimus dazu versandten Einladungskarten, mit den sattsam bekannten Teufels- und Mobsplakaten geschmückt, wurden noch rechtzeitig konfisziert. Trotzdem war das Haus völlig ausverkauft. Als Geschworene waren unter anderem ausgelost worden der bekannte Münchner Volkssänger Papageis, der ebenso bekannte Vaterlandsredakteur und Partikularist Dr. Jürg Siegel, der Oberkellner Fritz aus dem Wiener Café, der Wurzelsepp von der Oktoberwiese und verschiedene geistliche Herren. Als Sachverständige hatte die Verteidigung die schon einmal konfiszierten Herren Franz Wickelkind und TH.TH. geladen. Man hatte ihnen vorsichtshalber Handschellen angelegt. Thank you.